Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Und zwar geht es nämlich heute um den ersten Band einer neuen Trilogie. Und zwar geht es nämlich um Muchachas Tanz in den Tag von Catherine Pancole. Ich hoffe, man spricht den Namen so aus. Und das Ganze hat 345 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Es geht in diesem Buch um eine Vielzahl von Charakteren. Es sind vordergründig alles Frauen, es geht aber auch noch um einige Männer, die halt darin vorkommen, die auch eine tragende Rolle spielen. Aber hauptsächlich geht es hier halt um einige Frauen. Das Buch beginnt im Prinzip aus der Sicht von Hortense. Es ist eine aufgehende Modedesignerin, zumindest möchte sie mal eine werden. Und man begleitet im Prinzip sie und ihren Freund an einem Tag, der für sie beide nicht so besonders gut verläuft, sagen wir mal. Beziehungsweise eher für sie verläuft es nicht gut, denn sie wollen eigentlich in so ein Café gehen und dann kommt es irgendwie aber zum Streit. Und dann endet deren Geschichte in dem Buch eigentlich schon ziemlich abrupt, kann man sagen. Und dann geht es nämlich weiter mit Leonie und ihrer Tochter Stella und deren ehemaligem Hausmädchen Susan. Das sind die Frauen, die dort irgendwie im Vordergrund stehen. Es gibt dann auch noch eine Freundin von Stella. Da bin ich mir mit dem Namen jetzt aber nicht mehr sicher. Und auf jeden Fall wird dort jetzt sozusagen Stellas jetziges Leben, Stellas Vergangenheit und das ihrer Mutter, also von Leonie, beschrieben. Und Leonie ist halt jemand, der unter häuslicher Gewalt leiden musste. Also wirklich ist es eine ziemlich, ziemlich krasse Geschichte, die dort erzählt wird. Also von Leonie und ihrer Tochter halt eben und dem Ehemann, das ist Ray. Und deren Geschichten werden halt erzählt. Und wie ich schon gesagt habe, es ist echt richtig, richtig krass und nervenaufreibend. Und es ist einfach furchtbar. Man kann schon fast nicht lesen, weil es einen so mitreißt, wenn man es so furchtbar findet. Und es ist ein bisschen schwierig so zu erklären, das Buch, finde ich, weil es halt sehr, sehr, sehr viele Charaktere gibt. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die halt dort auftreten. Ich kann es ja nochmal eben kurz so ein bisschen zusammenfassen. Also es gibt, wie gesagt, diese Hortense, die ist diese aufstrebende Modedesignerin. Da gibt es Erfolgsautorin Josephine, die ist im ersten Teil des Buches auch vertreten, aber eigentlich nicht besonders lange, nur so ein paar Seiten oder ein, zwei Kapitel. Dann gibt es die 16-jährige Tochter Zoe, da wird ein bisschen mehr eigentlich auch drüber berichtet. Wie gesagt, diese Violinistin Calypso ist eigentlich nur so ein Gastauftritt, kann man sagen. Dann Susan, genau, die ist dann im Zusammenhang halt eben mit Leonie und Stella immer wieder dabei. Und jetzt steht hier nämlich auch der andere Name, Julie, ist die Freundin halt eben von dieser Stella. Und ihr merkt schon, es sind halt wirklich einige Frauen, deren Lebensgeschichten hier berichtet, umrissen werden und deren Geschichten auch alle irgendwie verknüpft sind, weil sie ja eben teilweise verwandt sind, befreundet sind, wie auch immer. Das finde ich auf jeden Fall interessant und spannend. Jede dieser Geschichten hat mich auch in seinen Bann gezogen. Ich muss sagen, echt am interessantesten fand ich aber die Story von Leonie und von Stella. Nicht nur am interessantesten, auch am krassesten. Aber man muss auch sagen, dass das Ganze mich schon ziemlich verwirrt hat teilweise, weil es halt eben diese vielen Charaktere sind, weil halt wirklich auch ohne jede Kennzeichnung eigentlich zwischen den Charakteren gewechselt wird. Also in manchen Büchern ist es ja so, steht oben drüber Kapitel Leonie, ne? Kapitel Stella und dann weiß man, aha, ne? Aber hier ist es halt so, es ist teilweise noch nicht mal ein Absatz, ne? Und dann ist plötzlich anderer Charakter. Es ist ein bisschen verwirrend. Teilweise, man weiß manchmal auch nicht, wer ist jetzt genau wer. Es springt halt ziemlich, muss man sagen. Es ist auch eigentlich so, dass immer so Blöcke dort sind. Wie gesagt, am Anfang hier über Hortense und Josephine. Nachher dann ziemlich großer Block halt eben über
ja, Leonie und Stella, wie ich jetzt schon öfter gesagt habe. Jeder Charakter ist spannend, nicht nur die Frauen, auch die Männer. Der absolute Anti-Held in dem Buch ist auf jeden Fall definitiv Ray. Also er ist ein absoluter Blödmann. Man könnte noch andere Schimpfwörter für ihn nutzen, aber naja. Ja, also da hat man wirklich echt eine Halskrause gekriegt, was der sich einbildet. Und man fragt sich echt, ich meine, auch aus seiner Sicht wird oder von seiner Geschichte wird einiges preisgegeben, warum er so ist, wie er ist. Es ist möglicherweise nachvollziehbar. Dennoch ist es halt einfach nicht nachvollziehbar. Also wenn ihr wisst, wie ich meine. Also sein Handeln ist einfach nur unter aller Sau, unter jeder Gürtellinie. Und es ist einfach nur, naja. Also lest es selber. Es ist auf jeden Fall, ja, wie ich jetzt schon öfter gesagt habe, spannend. Es sind tolle Geschichten, tolle Frauen, starke Frauen. Auch Leonie ist eine tolle Frau und ich hoffe wirklich sehr, dass es für sie im nächsten Buch dann besser weitergeht. Ich glaube, dass es so ist, dass in diesem Buch alle Charaktere jetzt mal einmal kurz oder vielleicht auch ein bisschen länger vorgestellt wurden. Dass in diesem Buch aber hauptsächlich irgendwie Leonie und Stella halt sozusagen die Protagonisten sind. Also ihre Geschichte hat hier auf jeden Fall mehr Gewicht. Ich glaube, dass es dann im zweiten Buch eher um Hortense, Josephine und Zoe gehen wird. Genauso wie dann um Calypso. Und dann im dritten Band, stelle ich mir so vor, ist es so, dass erklärt wird, wie es mit allen weitergeht, wie deren Schicksale verwoben sind und so. Also ich habe es von den Klappentexten her jetzt so verstanden. Ich weiß nicht genau, ob es so ist. Fände es auf jeden Fall auch ganz cool, wenn es so wäre. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den dritten und natürlich auch auf den zweiten Band, also in umgekehrter Reihenfolge natürlich. Und ja, es ist auf jeden Fall echt ja, ziemlich cool gewesen, wenn man sich da einmal so reingelesen hat und durchgeblickt hat. Es ist auf jeden Fall ein nettes Buch. Tolle Geschichten, die einen aber auf jeden Fall teilweise auch nicht kalt lassen. Also wie gesagt, es ist schon ein bisschen heftiger teilweise, finde ich. Und ja, wer solche Familiengeschichten, Frauengeschichten, Verstrickung der Schicksale so ein bisschen mag, der sollte sich das mal anschauen. Ich finde, es lohnt sich. Und ja, ich hoffe, ihr fandet diese Rezensionen jetzt nicht selber zu verwirrend. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust auf das Buch machen und es würde mich interessieren, wie ihr es fandet, falls ihr es schon gelesen habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!